Sportsfreunde, ihr seht schon, heute befinden wir uns mal ganz woanders, denn die Fußball-WM steht vor der Tür und ich freue mich schon riesig, die mit meinen Freunden zu schauen. Deshalb bin ich heute auch bei meiner Freundin Britta, um ihr ein bisschen zu helfen, ihr Wohnzimmer WM-tauglich zu machen. Hallo Elisa. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Komm rein. Wow, schön, dass du es hier. Danke. Das hier ist mein Wohnzimmer. Sehr schön. Nebenan gibt es auch ein Esszimmer, das dürft ihr natürlich gerne mitnutzen. Oh super, das ist perfekt, ja. Und dann, ja, fühl dich frei, tuch dich aus, du bist die Expertin. Ich vertraue dir voll und ganz, mach mir ein schönes WM-Wohnzimmer. Ihr seht schon, wir haben einiges zu tun, das schaffe ich natürlich nicht alleine, dafür brauche ich meine Mannschaft. Hey Jungs! Hi! Wie geht's los? Ich würde sagen, wir starten direkt mal hier, wo die Leinwand hin soll und legen direkt los. Zuallererst brauchen wir eine freie Wand, wo unsere Leinwand hin soll. Hier wird das Beamerbild drauf projiziert. Wer keinen Platz für einen Beamer hat, kann natürlich auch einen großen Flatscreen-Fernseher aufstellen. Die Leinwand ist ratzfatz aufgebaut. Auspacken, aufklappen, fertig. Für eine richtig tolle WM-Party mit Freunden braucht man noch etwas zu essen. Ich habe mir überlegt, eine Foodstation einzurichten. Also ein kleines Tischchen mit Essen und Getränken. Das stellen wir hier an der Wand auf. Sehr schön, hier geht's ja schon richtig voran. Übrigens, alle Technikprodukte, die ihr heute seht, die könnt ihr bei Otto mieten. Otto Now nennt sich das Ganze und da kriegt ihr dann ein komplettes Paket, alles was ihr euch wünscht und könnt das zu Hause bei euch aufbauen. Das werde ich jetzt auch mit diesem Beamer hier machen. Mal schauen, wie das klappt. So, ihr fragt euch jetzt, was, das war's schon? Das war's schon, denn dieser Beamer hier, der ist WLAN-fähig. Das heißt, ich kann den einfach mit meinem Tablet bedienen. Super praktisch also. Und wenn ihr draußen übrigens einen benutzen wollt, achtet darauf, dass der hell genug ist, also mindestens 3000 Lumen hat und dass eure Leinwand schattig steht. Das gilt allerdings auch für drin. Ganz wichtig, kraftvoller Sound. Deshalb bauen die Jungs jetzt ein 8-teiliges Soundsystem mit 5 Boxen auf. Das sorgt nicht nur für Stadionatmosphäre, sondern vor allen Dingen für ordentlich Wumms auf der Party danach. Oder Jungs? Jo, ja. So, die Technik steht. Fehlen nur noch die Plätze für die Gäste. Da bauen wir alles auf, was wir haben, damit möglichst viele Freunde mitschauen können. Ein Sessel und ein Puff im Fußball-Look zeigen ganz klar, worum sich hier alles dreht. Damit auch garantiert echte Fußballstimmung aufkommt, fehlt natürlich noch etwas Deko. Den Teppich unter dem Esstisch ersetzen wir durch einen Teppich im Rasenlook. Die Wandleuchte wird ersetzt durch eine Fußballlampe. Liebevoll angerichtetes Essen beeindruckt immer. Grünes Geschenkpapier mit Rasenmotiv dient als Unterlage und die Getränke und das Essen werden in Behältern und Gläsern mit Fußballmotiven und passenden Strohhalmen sowie Löffeln präsentiert. So ihr Lieben, der Futtisch ist fertig, das Esszimmer ist fertig, das Wohnzimmer auch und die Technik ist gecheckt, also kann die Party losgehen! Yeah.